Du hast dich schon seit Anfang an gefragt, ob die Farbe deines Flughafens irgendwelche Einflüsse auf das Spiel haben kann? In diesem Video verrate ich dir alles, was du über die Farbe deines Flughafens wissen solltest. Und somit hier die neuesten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Zunächst erstmal alle typischen Einsteigerfakten, die ihr vorher wissen solltet oder vielleicht haben einige von euch gewisse Fakten einfach nicht gewusst. Nummer 1. Die Flughäfen gibt es in Blau, Grün, Gelb und Orange. Nummer 2. Die Flughafenfarbe lässt sich nicht ändern und auch kann der Flughafen nirgendwo anders platziert werden. Nummer 3. Die Farbe, die du bekommst, ist im Spiel kompletter Zufall. Auch wenn Nip und Schlepp dir zu Anfang eine gewisse Frage stellen, aber selbst die Antwort hat keine Auswirkungen darauf, welche Farbe dein Flughafen haben wird. Und glaubt mir, nach 5 Stunden Resetten habe ich das auch irgendwann gemerkt. Nummer 4. Je nachdem, welchen Flughafen du hast, passt sich die Farbe deines Flugzeuges im Ladebildschirm an. Nummer 5. Der Flughafen bietet einen Postdienst, mit dem du im Spiel Nachrichten an andere Spieler senden kannst. Jedoch musst du vorher den Spieler schon mal besucht haben und auf deiner Freundesliste haben, um ihn früher oder später mal eine Karte zu schicken. Da es noch nicht jeder wusste, habe ich das jetzt mal als Fact durchgehen lassen. Und der letzte Fakt, einige Karten sind für nur eine begrenzte Zeit verfügbar. Weitere Infos findest du dann unter dem Video, was ich dir hier oben rechts mal verlinkt habe, falls du es noch nicht gesehen hast. Aber guck dir gerne erstmal das hier an. Denn jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Laut einem Reddit-Post ist es nun möglich, dass die Farbe deines Flughafens in Animal Crossing New Horizons die Farben deiner Nookmine-Artikel bestimmt. Inzwischen habt ihr es vielleicht gemerkt, dass verschiedene New Horizons-Spieler unterschiedliche Versionen bestimmter Gegenstände in verschiedenen Farben haben. Ebenso wurde auch in dem Reddit-Post gesagt, dass jede einzelne Insel ihre eigene native Farbe aufweist. Bedeutet unter anderem, dass es Objekte gibt, die du in verschiedene Farben kaufen kannst, aber du nur eine gewisse Farbe in Nap und Schlepps Laden angeboten bekommst, aufgrund dessen, dass deine Insel eben nur diese Farbe besitzt. Darüber hinaus hast du ebenfalls eine Auswahl an Artikeln, die du mit deinen Nookmine am Automaten kaufen kannst. Diese Artikel sind auch an eine Farbe pro Insel gebunden. Dabei ist es so, dass beispielsweise ein orangener Flughafen eben weiße Automaten sowie weiße Laternen besitzt und ein blauer hingegen eben andere Farben aufweist. Und dies wurde nur durch einen dummen Zufall herausgefunden, denn eine Reddit-Nutzerin wollte zukünftig einen blauen Flughafen mit schwarzen Straßenlaternen haben, hat aber nach wiederholtem Zurücksetzen und Spielen gemerkt, dass das überhaupt nicht möglich ist, da sie jedes Mal eine grüne Laterne bekam. Und auch haben sich die anderen Möbelstücke jedes Mal verändert, egal ob die Dachfarbe nun gleich war oder nicht. Nachdem die Person dann angefangen hat, im Internet nach Bildern zu schauen und einige Sachen miteinander zu vergleichen, sind ihr folgende Gruppierungen aufgefallen. Die Möbelfarben sind nicht ganz zufällig, denn sie sind so gesehen in einer Gruppe zusammengefasst und nicht wie Straßenlaternenfarben beispielsweise an der Flughafenfarbe gebunden. Einige Kombinationen, wie beispielsweise in diesen Fällen, haben jeweils einen gleichen Pool, Zuckerwattemaschine und einen Satelliten und unterscheiden sich nur von der Farbe des Leuchtturms und dem Snackautomaten, um jede einzelne Kombination so gesehen ihren besonderen Touch zu verleihen. Bezüglich dieser Sets finden sich die meisten Variationen untereinander. Bei den Stühlen und der Telefonzelle ist es so, dass jedes einzelne Set bzw. jede einzelne Kombination so gesehen einzigartig ist und nirgendwo eine Doppelung aufkommt. Und bei den Schaukelpferden hast du so gesehen eine Chance, eins von diesen 7 Variationen zu bekommen. Wie sich das alles zusammen vermischt, ist dann eben im Endeffekt Zufall. Der Link zu dem vollständigen Bild findest du dann in der Videobeschreibung. Meine Lieblingskombination würde, glaube ich, ungefähr so aussehen, dass ich zwar meinen orangenen Flughafen behalten möchte mit den ganzen extra Sachen, mir aber dann wünschen würde, dass das andere Set daraus bestehen würde, dass ich halt eben den blauen Pool sowie auch den blauen Leuchtturm habe. Anschließend würde ich mich dann für diese Kombination entscheiden, da es farblich mit den weißen und leicht blauen Tönen von den restlichen Objekten eben am besten dazu passt. Und auch würde ich mich für diese Stühle sowie diese Telefonzelle entscheiden, weil ich die ebenfalls am schönsten finde und ich finde dieses Weiß und dieses leicht rosa und leicht blau passt einfach perfekt dazu. Und zu guter Letzt ist es mir eigentlich relativ egal, für welches Schaukelpferd ich mich eben entscheide, solange es einfach nicht das Zebra ist. Das Zebra habe ich auf meiner jetzigen Insel und ich bin da irgendwie kein Fan davon. Ich finde es irgendwie einfach gruselig. Was wäre eure Wunschkombo und welche habt ihr zurzeit? Schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.